So, hallo Leute. Heute zeige ich euch einmal, wie man den Ventildeckel richtig sauber macht. Und im Anschluss werden wir das Ding einmal auch Glasperl strahlen, weil ich vorhabe, das Teil auch neu zu lackieren. Wie gesagt, heute einmal Reinigung und dann fahren wir einmal zu einem Kollegen, der hat eine Sandstrahlkabine und dort werden wir dann den Ventildeckel einmal mit Glasperlen strahlen. Ist ein Aluminiumdeckel, deswegen möchte ich jetzt keinen Korund oder sowas nehmen, das wäre vielleicht ein bisschen zu heavy. Glasperlen sollten da vollkommen reichen, aber vorher müssen wir den jetzt einmal mit schönem Motorreiniger etc. Ich glaube, ich werde auch vielleicht ein bisschen Felgenreiniger noch nehmen und den dann halt sauber machen. So, und zwar fangen wir jetzt direkt erstmal an, den Ventildeckel soweit auseinanderzubauen. Da ist noch ein bisschen was dran, was ab muss. Und ja, da legen wir jetzt einfach mal mit los. So, und zwar habe ich hier mir mal so eine Wanne gebastelt. Ist nämlich alles viel einfacher, wenn der Reiniger dann auch da drin rumschwimmt, damit man den später auch gut entsorgen kann. Ja, und zwar müssen wir jetzt Folgendes machen. Wir ziehen erstmal hier die Ventildeckeldichtung runter. Die kommt nämlich auf jeden Fall neu. Sollte man grundsätzlich immer machen. Der war jetzt eh schon ein bisschen undicht. Deswegen kommt die auch direkt mal weg. So, dann geht es weiter. Wir haben hier drei Schwallbleche insgesamt. Die müssen auch alle raus. Die sind mit Kreuzschlitzschrauben befestigt. Denn die Sache ist die, wenn wir das Teil Glasperl strahlen, würde sich unter den ganzen Schwallblechen ohne Ende Staub und Sand sammeln. Und das wäre natürlich unglaublich schädlich für den Motor. Deswegen nehmen wir das mal vorweg und schrauben die ganzen Schwallbleche einmal raus. Für die ganzen Schrauben nehmt ihr euch einfach so einen kleinen ja, Behälter, damit die nicht verloren gehen. So, und dann nehmen wir einfach die Deckel hier runter. Mal gucken, ob die vielleicht noch mit Dichtmasse eventuell festgeklebt sind oder so. So, die Schwallbleche sind hier noch mit Dichtungsmasse verklebt. Das sieht man hier so. Ne, das heißt, wir müssen da irgendwie mal mit dem Schraubendreher oder so drunter gehen und das einmal alles hochhebeln, weil es wie gesagt alles hier komplett verklebt ist. So, ich versuche es jetzt erstmal mit einer Klinge vom Cuttermesser, ob wir damit gut drunter kommen. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. So, dann haben wir das Blech in der Mitte schon mal los. Das legen wir mal zur Seite. Und hier haben wir die ganze Dichtungsmasse. Die müssen auch natürlich komplett mit runterbekommen. So, jetzt haben wir die drei Deckel ab. Das ist schon mal die halbe Miete. Und zwar sehen wir jetzt hier natürlich ganz genau, hier sind ziemlich viele Zwischenräume, wo sich ja natürlich auch irgendwo Sand und Staub sammeln könnte. Wir haben ja hier einmal einen Anschluss und hier einmal einen Anschluss. Und auch über die Anschlüsse der Kurbelgehäuseentlüftung kann sich das Ganze auch im Motor ja, verteilen. Das ist natürlich nicht so gut, wenn dann irgendwie so Sandreste, Glasreste, Glasperlreste irgendwie sich ja an den Weg zu den Zylindern bahnen und an den Zylinderbahnen dann hängen bleiben. Ja, und dadurch riskieren wir dann halt irgendwo auch einen Kolbenfresser. Wollen wir ja nicht. So, ich kratze jetzt hier einfach mal ganz grob schon mal die ganzen Dichtungen runter.
Der Rest kommt dann hoffentlich mit dem Reiniger auch runter. So, dann nehmen wir unseren Teilereiniger und sprühen den kompletten Ventildeckel einfach mal schön großflächig ein. Schön großzügig das Ganze. Das soll ja auch vernünftig sauber werden. So, dann können wir uns einen Pinsel nehmen und das Ganze schön einpinseln. Und die Zeit macht seinen Rest im Prinzip. Das gleiche machen wir natürlich auch von der Vorderseite. So, das kann jetzt alles ein bisschen dauern. Das heißt, immer mal wieder einpinseln, das Ganze einwirken lassen, einpinseln, einwirken lassen, wirklich. So, das kann mal so 10, 15 Minuten dauern und danach kann das dann mit klarem Wasser vernünftig abgespült werden. So, Freunde, ich bin fertig. Der Ventildeckel ist sauber. Ich habe den jetzt nochmal abgespült mit Reiniger. Also am besten kurz danach nochmal mit Bremsenreiniger oder irgendeinem acetonhaltigen Reiniger drüber gehen, um auch wirklich die letzten Fettreste da irgendwo wegzubekommen. Irgendwie so ein Drosselklappenreiniger, Bremsenreiniger. Also sowas eignet sich wirklich gut dafür. Das könnt ihr mal sehen. Ich zeige euch das Ganze mal, wie der jetzt aussieht. Also das ist wirklich extrem gut sauber geworden. Aber viel interessanter ist natürlich die Innenseite. Und wie wir sehen, also das Ding sieht wirklich, also fast aus wie neu, würde ich jetzt schon fast behaupten. Also wirklich 1A geworden, muss ich sagen. Also da müsste man jetzt einmal nochmal kurz mit Druckluft durchgehen. Da sind noch ein paar Krümel drin von den ganzen Dichtungen. Aber ich muss sagen, das ist echt super geworden. Ich zeige euch eben nochmal kurz die Schwallbleche. So, das sind die Schwallbleche. Also hier haben wir eins. Hier ist noch ein zweites. Und das dritte, also da wirklich, muss ich sagen, das ist extrem gut sauber geworden. Das war so verkorkt davor, das habt ihr ja gerade gesehen. Ich muss sagen, das ist 1A. Die Dinger werde ich natürlich nicht strahlen. Die kommen ja wieder in den Ventildeckel rein. Aber den Ventildeckel an sich, würde ich jetzt sagen, machen wir uns auf den Weg und gehen jetzt einmal strahlen. Ja, ich habe jetzt alles eingeladen und wir sind unterwegs. Das sind ein paar Kilometer bis zum Kollegen. Und wie gesagt, da werden wir dann einmal den Ventildeckel Glasperl strahlen, wie ich das schon angekündigt habe, also nicht Sand strahlen. Das wäre für den Aluminiumdeckel vielleicht ein bisschen zu viel. Mit Glasperl strahlen schaffen wir es auch, ja, die Oberfläche deutlich glatter zu bekommen als mit dem Sandstrahlen. Das habe ich nämlich schon mal gemacht mit Felgen. Also es waren nämlich Stahlfelgen von einem Käfer oder sowas. Die habe ich auch sandstrahlen lassen. Und die waren halt recht, ja, relativ rau, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hat gereicht. Die Dinger wurden danach grundiert, geschliffen und dann lackiert. Und dann hat man das natürlich auch nicht mehr gesehen. Aber beim Ventildeckel, denke ich mal, werden wir ein richtig gutes Ergebnis kriegen, wenn wir das Ding jetzt mit Glasperlen gleich strahlen. So, man stellt sich ja meistens vor, so Glasperlstrahlen, da sind ja so Kügelchen oder sowas, ne? Nee, ist es nicht. Also das sind wirklich, also ganz, ganz feines Zeug ist das im Endeffekt. Ich sag mal, Korngröße kleiner als Sandkörner im Endeffekt sogar. Ja, und die werden wir halt mit hohem Druck dann auf den Ventildeckel schießen lassen mit einer geeigneten Pistole. Also ich denke mal, da werden wir irgendwie im Betriebsdruck irgendwas zwischen 3 und 6 Bar fahren. Und damit sollten wir dann auch ja, die ganzen Verkrustungen, da war ja noch in den ganzen Poren, war ja noch
schwarzer Dreck, würde ich jetzt einfach mal sagen, auch drin von außen. Und das werden wir, denke ich mal, auch damit wegbekommen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns dann das Ergebnis auch an. Ich habe eine Vermutung, wie es aussehen wird. Aber ich will euch eigentlich noch nicht zu viel verraten. Und deswegen würde ich sagen, ich fahre jetzt noch ein bisschen und wir sehen uns gleich. So Leute, wir sind da. Ventildeckel ist im Kofferraum, den hole ich jetzt raus. Und wir gehen rein. Ich gucke mal, was der Kollege schon vorbereitet hat. Und würde sagen, dass wir uns gleich mal am Strahlgerät treffen. Ich habe jetzt gerade noch mal eben die Strahlkabine sauber machen müssen. Der Kollege hat es nämlich nicht gemacht. Ich durfte das so schön selber machen. Da ist er, hi Daniel. Ja, wie gesagt, das ist die Strahlkabine. Da ist der Daniel. Manche haben ihn vielleicht schon mal gesehen. Bestimmt hat mich noch keiner gesehen. Ich bin noch... Ja, er macht auch so ein bisschen YouTube. Ne? So ein bisschen mehr oder weniger erfolgreich. Ne? Ich glaube, du solltest auch lieber damit aufhören. Es bringt einfach nichts. Es bringt einfach nichts. Ne? Schaut einfach vorbei bei Schrauber. Ne? Hier, deshalb nicht vergessen, oben oder unten die Werbemarkierung. Das ist jetzt Werbung für mich. Ja, das ist Werbung für ihn, genau. Aber ich freue mich, dass du vorbeikommst, dass wir endlich mal ein bisschen Sand strahlen können. Aber das Ding ist ja schon mal poliert, ne? Ja, der war schon mal poliert gewesen. Ist mittlerweile angelaufen wieder, ne, über die Jahre. Deswegen wird das, glaube ich, nicht so viel Arbeit sein in dem Fall. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Ja, müssen wir mal schauen. Ja, wie gesagt, also ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Also gibt es eigentlich nicht viel zu erklären, oder? Ja, Kompressor ist schon, Luft ist schon auf dem Kompressor drauf. Auf der Leitung, glaube ich, auch. Ich muss mal gerade gucken. Warte mal. Den Druckminderer. Jo. Wir strahlen heute mit 4,2 Bar. Wenn wir loslegen, dann geht der Druck auf 0,2, 0,3 Bar runter noch. Und dann haben wir 3,8 Bar vielleicht, mit denen wir strahlen. Ja, sauber. Ja, wie gesagt, ich hatte euch gestern gerade schon mal gesagt, irgendwo zwischen 3 und 6 Bar wird hier gestrahlt. Mal schauen, was das wird, ne? Ja. Ich halte dann die Kamera fest und du strahlst. Dann hast du ein Filmchen, wie du strahlst. Ja, machen wir so. Los geht's. So, dann mach dich mal fertig. Ja. Zieh dir die Handschuhe an. Kleine Menschen. Ja, da kommen noch Räder drauf. Da kommen noch Räder drauf und dann wird das, okay. Richtig, dann wird das richtig gut. So, Schlauch mal zur Seite. So. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen hier. So. Na, kann ich aber loslegen, sagst du? Ja, mach mal. Ja. Mal an, ich stehe auch ein bisschen zu hoch hier. Kommt nichts? Nein. Okay. Es kommt nichts. Dann ist der Hahn zu. So, ist er auch. So. Nur der Kessel, der füllt sich ja jetzt sofort. Eigentlich, oder dauert ein Momentchen. Mhm. Jetzt läuft der andere Kompressor schon. Heißt also, der hat jetzt 6 Bar. Auf 6 Bar ist der andere runter. Ja, und guck mal, der Druck steigt schon. Wir sind schon bei 4 Bar. Ja, kann man loslegen. Ja, kannst du loslegen, komm. Guck mal, siehst richtig gut, wie er das Material darunter nimmt. Ja, mit dem Auge kann ich es gut erkennen. Mit der Kamera vielleicht nicht so. Das ist ein bisschen groß, das Teil, ne? Lehn das doch hinten an die Wand. Ja, mach jetzt mal die geraden Flächen oder so. So. Thank you.
So Leute, wir sind fertig. Ich mache mal hier die Hütte wieder auf und zeige euch mal das Ergebnis. So, gucken wir mal, ne? So, und zwar haben wir hier den Ventildeckel. Und da muss man schon sagen, wenn man jetzt den Vergleich nimmt, vorher, nachher, ist das schon extrem gut geworden. Hat jetzt alles ziemlich lange gedauert, also mindestens eine Stunde, die wir jetzt dafür gebraucht haben. Das ist halt ein extrem großes Teil und mit der kleinsten Körnung hat es halt einfach ein bisschen gedauert. Aber ich mit dem Ergebnis bin ich super zufrieden, muss ich auf jeden Fall sagen. Von daher alles super und ich denke mal, da haben wir auf jeden Fall den richtigen Untergrund auch für... ja, fürs Lackieren geschaffen. Ne? Also jetzt müssen wir das Ding dann im Prinzip nur noch grundieren, Farbe drauf und glücklich sein. Also nochmal herzlichen Dank an Daniel, ne, den Schrauber. Ja. Und wie gesagt, danke Daniel, dass ich hier sein konnte. Ja, wenn du nochmal was hast, dann komm einfach ein bisschen früher. Sag das nicht zu laut. Komm früher, weil... ist schon echt spät geworden jetzt auch. Ich hätte nicht gedacht, dass das Strahlen so lange dauert. Ich hätte gedacht, man geht da mit so einer Farbpistole drüber und dann ist es fertig. Ja, nee, aber das war jetzt irgendwie nicht so der Fall. Das war wirklich Schritt für Schritt, Zentimeter für Zentimeter, den wir da jetzt gearbeitet haben. Also ich denke mal, wenn man so ein Quadrat-Zentimeter Blech hätte, wäre das schon was Geiles. Also ja, diesen Ventildeckel, ja, das hat schon gedauert. Ne? Das stimmt allerdings. Ja, gucken wir nächstes Mal vielleicht mal ein paar kleinere Teile. Vielleicht auch nicht Alu, sondern dann wirklich mal so irgendwie Stahlteile. Und da können wir auch mal das grobe Zeug nehmen für die groben Arbeiten hier. Und aufpassen, Leute, wenn zu viel Lack auf einer Stelle ist oder lackierte Stellen, auch Silikonreste oder sowas, da prallen die Perlen einfach ab. Kannst du nicht strahlen. Ne? Also es muss wirklich, wenn man irgendwas strahlen will, am besten lackfrei. Weil es blättert nur da ab, direkt am Rand, vorher entfernen. Bei Glasperlen zumindest. Ja. Ja, das ist bei den feinsten jetzt. Ne? Wir haben ja auch das feinste Zeug genommen. Ja, ja. Ne? Bei den gröberen geht wahrscheinlich, da machst du auch Löcher in Bleche rein. Ne? Mit Sicherheit. Da hätten wir hier ein Sieb draus gemacht aus den Dingen. Ja, gut, alles klar. Super. Daniel, vielen Dank. Ne? Wir sehen uns. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns später wieder. Ciao. Ja, Leute, das ist das Ergebnis. Gestrahlter Ventildeckel. Ich muss sagen, das sieht echt gut aus. Also wir haben so jetzt, glaube ich, auch den perfekten Untergrund zum Lackieren. Also richtig schön. Das ist recht glatt. Also es ist natürlich ein bisschen rau. Dreckig ist es auch noch. Aber wir werden dann beim Lackieren eine richtig schöne, glatte Oberfläche auch bekommen. Und also ich freue mich schon wirklich drauf. Und zwar werden wir das in einem anderen Video machen. Wie gesagt, das war jetzt das Video Sandstrahlen des Ventildeckels. Ich mache ein separates Video für die Lackierung, weil viele Leute interessiert auch eigentlich dann nur die Lackierung. Wie gesagt, wir werden dann einmal grundieren. Dann kommt die Farbe drauf. Und Klarlack. Ich muss jetzt nochmal gucken, genau welche Farbe ich dafür nehme. Eventuell ein 2K-Lack. Möglicherweise arbeite ich aber auch mit einem Basislack und Klarlack. Muss ich mal schauen. Da habe ich mich noch nicht wirklich entschlossen, muss ich sagen. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Sandstrahlen oder sonst was, besucht auch nochmal den Kanal von Daniel, also den Schrauber. Ja, und wie gesagt, sonst, wenn was ist, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.